Recht herzlich willkommen zur 34. Folge von This War of Mine. Ja, letztes Mal sind wir mit dem Leben davongekommen, ne? Wir waren schon kurz vorm Tod, aber die haben uns dann doch glücklicherweise laufen lassen. Wir haben vollgeladen das Schulgebäude verlassen. Da gibt's noch mehr zu holen, aber wir müssen jetzt erstmal abwarten, ne? So. Da können wir gleich schon mal rausnehmen. Er ist müde, leicht verletzt, sehr hungrig. Lass uns gerade die Falle machen. Und dann kann er was essen. Herstellen. Und essen. So. Schlecht geschlafen, hungrig, schwer krank, am Boden zerstört. Verletzt, krank, hungrig, müde. Ich konnte nichts machen, um ihn aufzumuntern. Was ist los? Hat er sehr hungrig, das heißt, der geht auch erstmal was essen. So hatten die auf dem Boden gelegen. Ach so, die hatte was gebaut. Leicht verletzt, traurig, müde, hungrig. Dann bau da mal erstmal weiter. Obwohl das Marvins Sache ist. Da kann man ins Bett gehen, ne? Wer ist das? Ist das Katjas Sache, ne? Der ist gerade. Und sie hat noch mehr Hunger. Komm, dann machen wir das auch. So, jetzt lesen wir das. Wenn wir keine Medikamente finden, wird diese Krankheit uns alle töten. Okay. Und sie geht zur Tür. Das ist Bruno. Bruno geht Essen kochen. Müde ist er auch noch. Ist jemand an der Tür. Hallo, bist du neu hier, oder? Was gibt's denn da? Nee, Bruno soll Essen kochen. Aber macht er nicht. Hallo Nachbar, du bist nicht von mir, oder? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass die Nähe verlassen ist. Der Eigentümer haben die Stadt verlassen müssen. Ja, sonst können wir etwas herausfinden, was du sagst du dazu. Warte ein paar Sekunden, genau. Tja. Krank, hungrig, müde. Ich kann nichts machen. Was kann er machen? Können da Alkohol herstellen, wenn wir Feuer haben. Holz. Machen wir dreimal Holz. So. Wo ist denn jetzt der Maren? Der sitzt da oben. Schwer krank, am Boden zerstört, schwer krank, hungrig, schlecht geschlafen. Geht er denn irgendwo hin? Ja, wenn er da am Boden sitzt, ne, dann brauchen wir uns da keine Sorgen drum machen. Dann wird das auch nicht besser hier. Ja. Er kann jetzt mal hier einmal Schnaps herstellen. Tja. Deprimiert, müde. Tja, komm, geh mit. Was sollen wir machen? Er kann jetzt hier noch Essen kochen. Kann
kann aber auch schneller laufen. Und wir haben 6 Grad. Dann müssen wir gerade erst was in den Ofen reinlegen. So, wird's auch schon wärmer. 9 Grad. 10 Grad, gut. So. Geht nur einmal, aber auch egal. Ich wünschte, wir könnten helfen. Ich wünschte, du würdest ins Bett gehen. Ja, macht nix, ne? Er kann erstmal was essen. Und dann kann er schlafen gehen. Haben wir irgendwas? Ich glaube, wir haben nichts, was den in irgendeiner Form glücklich machen könnte. Die Nacht kommt schon. So, dann sind nur noch die drei da. Im Bett schlafen, im Bett schlafen. Deprimiert, deprimiert. Die können also auch keine Wache stehen oder so. Ist aber auch gut, wenn sie im Bett schlafen. Und Pavel muss plündern gehen. Das ist auch okay. So, und dann müssen wir gucken, wo wir hingehen. 64% Mangelwaffen. Erstmal gucken. Möglich handeln. Vorsicht ist geboten. Wir könnten das nicht nehmen. Wir können das handeln. Ups, das war zu schnell runter. Den Alkohol ist ja nicht fertig geworden. Wohl nicht. Das nehmen wir zum Handeln mit. Das können wir auch noch handeln. Voll Tabak. Sollen wir Zigaretten rausmachen und die handeln, ne? Ja. Filter haben wir auch noch 2. Wir nehmen das mit. Und gucken, was wir dafür kriegen. Fertig. So, dann geht's los. Da ist der erste zum Handeln. Da brauchen wir auch nicht langsam laufen oder so. Eine Tasse Kaffee wäre nett. Ah, da ist der erste Händler. So, schlagen Sie so lange fort, reicht. Interessant, möchten Sie es tauschen? Gegen Kippen will ich nichts tauschen. Das reicht nicht. Gut, wir können uns einigen. Das reicht nicht. Das ist reiner Alkohol. Gegen eine Dose Essen. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Na, weißt du was? Das brechen wir ab. Das ist nicht unbedingt jetzt, wo ich denke, dass es das Richtige ist. Bin mir nicht sicher, wie man dorthin kommt. Was möchte er denn handeln? So, da ist es schon besser, ne? Medikamente. Das war ein Scherz. Reicht nicht, das reicht nicht. Gut. Nicht interessiert, okay. So, der hat's essen.
Reicht nicht. Ein Tabak. Gegen 8-mal Wasser. Aber ich habe Filter. Nicht interessiert. Bisschen windig heute, ne? Ja. Er weiß nicht, wie man dorthin kommt. Da weiß er auch nicht. Das muss also da unten lang sein. Wie werde ich den Raucher da los? Ah, jetzt geht er rein. Schließt er gleich wieder ab oder nicht? Das ist die Frage, ne? So, dann müssen wir mal gucken, wo der hingeht. Der geht weg. Ich weiß nicht, was das ist, ob da nur einer steht oder ob das eine Ratte ist. Der geht auf jeden Fall höher. Das heißt, wir machen es mal jetzt auf. Ist der jetzt gekommen? Ja. Oh, unsere Zeit läuft ab. Ich will mal hoffen, dass der da gleich reingeht, ne? So, müssen wir wieder abwarten, bis der da hoch ist. Und dann müssen wir den gehen lassen, erstmal. Ist da jetzt einer reingegangen? Aber wir können ja durchs Schlüsselloch gucken, ne? Das sind nur die Ratten. Sieht er mich oder sieht er mich nicht? Er sieht mich nicht. Ist die Frage, wie viel Krach das hier macht, ne? Und ob ich das überhaupt schaffe. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht hier besser gucken. Erstmal da. Alles nehmen, egal erstmal. Gucken wir weiter. Da haben wir auch noch was zu suchen. Die Zeit rennt uns gleich weg.
So. Gut, dann wieder zurück. Ne, machen wir unten lang, komm. Okay, da hat uns die Dämmerung überrascht. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.